Das zweite SN-Festspielgespräch mit Kulturministerin Claudia Schmid schließt gleich an die Eröffnung der Festspiele an, die mit der Rede von Joachim Gauck ja bereits sehr politisch begonnen haben. Die Wünsche des Festspielpublikums an die Politik sind recht leicht auf einen Punkt zu bringen. Naja, die Politik sollte den Weg weiter beschreiten, den sie jetzt beschreitet, indem es finanziell für die Festspiele Unterstützung gibt. Ich glaube, dass die Politik sehr wohl der Funktion als Kultursponsor nachkommen kann, ja, wenn sie genug Geld hat und wenn sie auch weiß, woher sie das Geld bekommt. Sie soll möglichst viele Freiräume lassen, aber natürlich die Rahmenbedingungen so festlegen, dass man auch finanziell hier das Ganze sehr gut und effizient über die Bühne bringen kann, bei den notwendigen Sparmaßnahmen, die halt einfach oder Effizienz, die halt einfach notwendig sind. Im Gespräch mit SN-Kulturchefin Hedwig Kainberger spricht Schmid über Änderungen im Festspielfondsgesetz, die Nachfolge von Präsidentin Rabel Stadler und ihre persönlichen kulturellen Vorlieben. Besonders großartig der Sommernachtstraum, ja. Die Handwerkerszene. Also für mich ja ein Slapstick schlechthin. Ja? Ja. Also man könnte das ja herauslösen aus dem Sommernachtstraum und also irgendwie separat zu aufführen. Also wo da eben dieser eine ist, der dann plötzlich alle Rollen übernehmen will. Ja? Also ich habe da die Runde meiner Sektionsleiter vor mir gesehen. Ja? Also wo da auch einer immer ist, der... Also ich habe da immer wieder Assoziationen und Bilder dazu und das macht es für mich besonders wertvoll. Warum wollen Sie das Festspielfondsgesetz ändern? Ich will es ja gar nicht ändern. Nein, Sie haben gesagt, warum wollen Sie es ändern? Sie wollen es nicht ändern. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man muss immer fragen, warum möchte ich etwas ändern? Oder was ist das Ziel oder was soll also quasi nachher besser sein, als es jetzt ist? Wenn ich jetzt, sage ich mal, die ganzen Anlässe, die zur Rechnungshofprüfung etc. geführt haben, also wenn mir jetzt jemand eine Rechtsform nennen kann, die uns davor bewahrt, dass Institutionen insolvent werden oder dass es betrügerische Vorgänge gibt, dann möge er mir das nennen. Also mein Punkt ist, also meine These ist, es liegt nicht an der Rechtsform, wenn etwas passiert, sondern es ist immer eine Frage, also im unternehmerischen Bereich nennt man es Corporate Governance, im öffentlichen Bereich versuche ich da jetzt den Begriff Public Governance mit einem konkreter auszugestalten. Es ist immer auch wieder die Frage, wer übernimmt wofür die Verantwortung. Festspielfondsgesetzänderung schließen Sie aus? Also ich werde nicht diejenige sein, die jetzt sagt, wir müssen da jetzt in eine GmbH gehen, weil wir müssten uns bei einer GmbH genauso überlegen, wer ist der Geschäftsführer, wer ist der Aufsichtsrat, wer nimmt die Eigentümerrolle wahr, wie nimmt der Subventionsgeber seine Rolle wahr. Also wir müssen, jetzt wenn wir das irgendwie dramaturgisch betrachten, auch da müssen wir jede Rolle entsprechend besetzen, die Verantwortung wahrnehmen und leben. Und ich denke, das geht auch mit dem Festspielfondsgesetz, wie wir es jetzt haben. Die Frau Präsidentin Rabel Stadler hat sich hier an dieser Stelle Gedanken gemacht, oder wir haben sie dazu gefragt, über wie das eigentlich 2014 weitergehen soll. Und sie hat sehr laut und deutlich gesagt, sie glaubt, ihr Nachfolger müsse ein Salzburger oder eine Salzburgerin sein. Also ich würde sagen, jetzt warten wir mal ab. Also ich sehe jetzt also Salzburg nicht so als mit Schengen-Grenze umgeben. Und ich glaube, es ist auch die Position eine, wo es auch ein Stück Offenheit durchaus verträgt. Also ich weiß nicht, ob man unbedingt in Salzburg geboren sein muss, um Festspielpräsident zu sein, was ganz sicher unverzichtbar ist und entscheidend. Und darauf bestehe ich auch, wenn ich Personen aus anderen Ländern, aber jetzt spreche ich schon von anderen Ländern, also ich wäre noch gar nicht auf die Idee gekommen, das als andere Bundesländer jetzt als Wienerin zu bezeichnen, aber also worauf ich Wert lege bei Besetzungen, wenn ich sie zu verantworten habe, dann ist das, dass, wenn jemand Geschäftsführungsfunktion hat, dann ist das für mich eine so wichtige Tätigkeit,
die man sicher nicht von Montag bis Donnerstagabend oder von Montag bis Freitag macht, sondern da ist es mir schon wichtig, dass auch der Lebensmittelpunkt dann in der Stadt, in der Region ist, wo die Institution auch wirksam ist, das halte ich für unverzichtbar. Mhm.